Hallo und grüß euch zu CityXL 2012. Und der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn ich sage, ich komme unvorbereitet in eine Folge, dann ist das wirklich wörtlich zu nehmen. Ja, weil ist gerade wieder ein bisschen stressig und naja, da habe ich leider nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, außer kurz den Schluss der letzten Folge anzuschauen, um ungefähr zu wissen, was ich versprochen habe. Ich glaube nicht wirklich viel, von dem her. Ja, werde ich mal machen, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und ich hätte ganz gern Industriegebiet ein bisschen ausgeweitet. Und dann für die Zufriedenheit wieder mal gesorgt, weil da ist jetzt gerade überhaupt nichts mehr grün. Geht gar nichts. Wir haben einfach mal schauen, dass wir die Tokens auch wieder ein bisschen nach oben bringen. Ah, das ist jetzt auch neu sortiert. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Schaut euch das an. Freizeit als eigenes Token. Da sind ja wirklich ein paar Sachen neu. Das finde ich nett. Nett und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, warum nicht? In Bezug auf den Mod, jetzt natürlich den XL Nation Mod. So. So, würde eigentlich sagen, ob es das überhaupt braucht, Schwerindustrie, aber ich denke, ja gut, in dem Moment schlägt es gerade um, ganz kurz auf minus 1. Ich würde sagen, das ist mal überfällig, werden wir wieder machen und da wäre es schätzungsweise auch mal Zeit. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade wieder alles freigeschalten. Werde ich das mal ändern, oder? Ja, glaube. So. Da wäre es wieder mal Zeit, vielleicht den Kreisverkehr auch zu verwenden. Ah, ja, nicht klein, groß. Und ihr wisst es ja, da möchte ich das ein bisschen gerade alles haben. Nicht jetzt ganz strikt, aber zumindest auch nicht so geschwungen. So. Ein paar kleine Alleen. Ah, da haben wir auch eine große gerade übersehen. So, mal halbwegs gut schätzen. Ja, nicht sehr gut geschätzt. Dann schätzen wir von der anderen Richtung her. Ob das besser funktioniert. Ja. So. Bestens. Dann haben wir da ein bisschen Platz zum Bauen. Werden wir auch gleich machen. Was habe ich denn da? Gute Frage. Ich weiß schon wieder nicht. Ich glaube aber. Mittlere Dichte. So, da wird es wieder Innenstraßen geben. Genau darum machen wir das wieder so, auch wenn es ein bisschen zeitaufwendiger ist. Das Ganze manuell bauen. So, schauen wir mal. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen für Abwechslung sorgen, wo die Kreuzungen sind. So, und über was könnte ich in der Zwischenzeit reden? Ja, genau, zu dem Nexel-Mod, Network Expansion XL-Mod, der ist jetzt gerade in der Closed Beta und wird, weiß ich nicht, ein Zeitl noch dauern, bis der dann verfügbar ist. Also gibt es keine Videos dazu, weil da die Frage aufgetaucht ist, hat Closed Beta so an sich leider. Ah, da freue ich mich schon richtig drauf, den dann zu verwenden. Ist vielversprechend. Man spricht ja für sich selbst, wenn man die ganzen Menüpunkte sieht. Und ja, sucht mal nach Nexel, da findet man schon einiges an Infos dazu, was so geplant ist. Und ja, jetzt alles ist zwar die Frage, ob das wirklich alles Sinn macht, so Fußgängerzonen und so. Ja, wird man sehen.
Aber gerade so eigene Tramlanes oder Buslanes, also eigene Spuren für Straßenbahn und Bus oder für Fahrräder, das finde ich natürlich super interessant. Das war ja damals schon in der ursprünglichen Cities XL-Version von 2009 angekündigt, dass das kommen soll. Und ja, Monte Cristo hat sich da wohl ein bisschen vertan, den Mund ein bisschen zu voll genommen, das alles rausgestrichen. Und auch Focus hat es nicht geschafft, das dann noch reinzubringen. Dass es die Modding-Community schafft, ja, ein bisschen ein kleines Armutszeugen ist natürlich für den Spielehersteller selber, der es in einem Jahr gerade mal geschafft hat, irgendwelche alten Contents zu recyceln, sprich von 2011 auf 2012er, ist ja auf gut Deutsch gar nichts passiert. So, jetzt werden wir halt Einwohner auch brauchen, eine Menge. Wo packen wir die denn hin? Es wäre sowieso die Frage, wohin dehnen wir die Stadt dann aus? Würde auch bald wieder fällig werden. Also da bleibt der Stadtrand. Da oben ist die Frage, eine Reihe könnte man vielleicht noch einziehen, dann auch Stadtrand. Darüber Stadtrand, Stadtrand. Da glaube ich, ja, da muss ich noch schauen, wie ich es da mache. Vielleicht ein bisschen umbauen. Da hätte ich zwar auch gern Stadtrand, aber nicht so ausgefranst wie da, sondern wirklich bis an die Hügelkante gebaut. Ja, wo es dann weitergeht, ich würde mal sagen, hier die Bergkette, die lassen wir wirklich aus und bauen dann, keine Ahnung, vielleicht da ins Flachland. Ja, noch ist ja ein bisschen Platz. Also plus Verdichtung ist ja auch noch möglich, beziehungsweise nicht nur möglich, sondern das werden wir auch machen. Mal schauen, die bestehenden Straßen, wie gut das kommt mit der höheren Dichte. Da sind jetzt auch Spezialbauten, okay. Ja, muss mich noch zum Teil ein bisschen gewöhnen an die neue Menüstruktur. Vier Stück ist jetzt nicht gerade viel. Da packt er auch frisch nur drei rein. Die Frage, ob das überhaupt mehr werden, sondern ja, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Ich glaube, das reiße ich nochmal ab, inklusive inneren Straßen. Stell das nochmal neu auf. In der Hoffnung, dass er ein bisschen mehr reinpackt. Probieren wir es einfach. So. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Und da eins jetzt dafür nur. Naja, wenn wir da auch noch umbauen, wenn wir schon gerade dabei sind. Da dürft ihr mir gerne mal mitteilen, wenn ihr selber Cities XL spielt. Es würde mich interessieren. Machst du das auch so wie ich? Ja, eine Stadt aufstellen und dann ständig nur umbauen. Also mir macht das irre viel Spaß, aber habe auch Videos gesehen von Leuten, die einfach gleich von vornherein einfach nur ja, sowieso hohe Dichte bauen, weil sie grundsätzlich alle Gebäude freigeschalten haben. Wie spielt ihr Cities XL? Bitte gerne mal ein bisschen in die Kommentare schreiben, mich interessiert's. So, wir haben ja gesagt, wenn wir jetzt was neu bauen, mittlerweile gleich um die entsprechende Dekoration kümmern. Und ich wollte auch irgendwo ein bisschen grün haben, aber da warten wir drauf, bis dann alles umgebaut ist, dekorationsmäßig. Und dann schaue ich, wo es mir am besten gefällt, grüne Flecken reinzumachen. So, ich hoffe, das hat jetzt ein paar Einwohner gebracht. Wir werden es sehen. Lass mal ein bisschen laufen. Ja, und eigentlich könnte man auch hier ein Megabauwerk langsam mal anstarten. Glaube, ein bisschen was hat es gebracht. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Das würde nicht genügen. Ja, bei weitem nicht. Dann, wie angekündigt, werden wir da oben ein bisschen was dazu bauen.
So. Ein bisschen Platz für den Stadtrand möchte ich auf jeden Fall lassen. So. Ist nur die Frage, was für ein Megabauwerk. Stadion war ja auch mal im Gespräch. Das ist, glaube ich, noch zu teuer. Oh, Stückchen. Und gleich ein bisschen was dazu, wenn wir schon dabei sind. So. Ja, wenn wir uns mal die ganze Liste durchschauen, denke ich, und uns irgendwas raussuchen. Eben sowas mit 50.000 Betriebskosten ist halt ein bisschen heftig für den Moment. Werden wir ein bisschen sparen müssen. Also. Theoretisch könnte man sich schon leisten, müsste man ein bisschen mehr drauf schauen, dass man was verkauft oder ein bisschen Geld hin und her schieben zwischen den Städten, aber suchen wir uns mal was Billiges, vielleicht für 10.000 Betriebskosten. So, dann brauchen wir jetzt noch Qualifizierte und dann schauen wir uns das mal an. Wo bauen wir denn die hin? Sollen wir auch irgendwas dichter machen? Ja, nein. Gute Frage. Ja, da ist jetzt fast gar nichts noch verdichtet. Achso, haben wir da überhaupt schon? Doch, da hätten wir die hohe Dichte ja schon. Ja, gut. Klar, dann komm. Machen wir das. Da ist schon hoch. Da werde ich es ein bisschen mittel lassen, glaube ich, noch. Aber da, so den Kern da, den kann man auf jeden Fall austauschen. Das ist schon qualifizierte, oder? Ja. Dann machen wir das. Oh, das war ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel. So, was war das? Kleine Allee. Aber sollte sich noch machen lassen. So, ich hoffe, das zählt als angeschlossen. Na komm. Na. Also ich muss mir echt die Mods durchschauen. Weiß nicht genau, seit welchen das ist, aber irgendwas blockiert da teilweise ordentlich die Maschine. Okay, das genügt. Und das liegt sicher nicht an über 200.000 Einwohnern. Ich habe schon Städte gebaut mit weit über 1 Million, wo es nicht so schlimm gelaufen ist wie jetzt. Also es, ja, mal klar, nehme ich auf. Aber es ist echt von der Performance her richtig schlecht im Moment. So, wie schaut es da aus? Akzeptiert er nicht. So vielleicht. Ja, nicht extrem ideal ausgenutzt, aber gut, schauen wir mal, ob es mehr geworden ist. So, machen wir das noch mit und das. Ja, da den Wald, den lasse ich mal für den Moment, so als Platzhalter fürs Grüne. Wäre nämlich schon eine nette Stelle. So und so und so, ah, da sehe ich Öl mitten in der Stadt. Aber das gehört dazu. Zu einer Wüstenstadt. Von irgendwas müssen die erleben. So. Ah, eher schlechter geworden noch. Naja, okay, weil jetzt ein paar Betriebe vermutlich eingezogen sind. Ja, da müssen wir echt noch ordentlich nachlegen. Dann machen wir das auch. Jetzt baue ich gerade wieder komplett gerade. Naja, man. Immer muss es nicht ganz geschwungen sein. Kann man ruhig ein bisschen abwechseln. Also dann noch eine Menge Ungelernte.
Wenn sich vielleicht der eine oder andere fragt, warum ich eigentlich heute nicht Autobahnen baue, ob ich da keine Lust mehr drauf habe. Also an der Lust liegt es in dem Fall nicht, eher wirklich an der Zeit, weil Autobahn bauen, ich muss einfach mehr wie das Doppelte rechnen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. An Zeit durchs Timelapse geht so viel Zeit drauf, dann auch noch die Planung teilweise. Sogar, dass ich ein paar Sachen vorher ausprobieren muss, ob das überhaupt geht, irgendwelche Brücken ganz speziell zu kreuzen. Also ist super aufwendig und im Moment ging sich das einfach nicht aus. So, wo packe ich jetzt noch Qualifizierte hin? Ja, müssen wir fast da irgendwie machen. Wir brauchen jetzt gerade echt viele. So, ist da schon Zeit für eine Hauptstraße? Eigentlich nicht wirklich. Abgesehen davon haben wir das sowieso. Irgendwann wieder komplett umbauen, also ist eh relativ egal. Okay, das war nix. Da hätte ich gern zwei Reihen gehabt. Speziell eine Reihe an der Hauptstraße, weil das ist die Hauptstraße ja da, sage ich mal ganz frech. Nicht nur alle auf der Nebenstraße. So. Dann probieren wir es nochmal. Bisschen weiter rausziehen. Ja, geht noch weiter. Jawohl, so schaut es schon besser aus. Ja, da geht es jetzt halt den Hügel runter ordentlich. Das heißt, da müssen wir jetzt auch bald schon Stadtrand einplanen. Werde ich es mal einfassen mit einer Allee, wie ich mir das vorstelle, wo da der Stadtrand verläuft. Und zwar, ich denke, das nehmen wir noch mit. Den Bereich werden wir jetzt noch auffüllen. Genau, und den Bereich werden wir auffüllen. Und ja, dann werden wir da weitermachen mit so einer schönen Schneise. Bietet sich an, da irgendwie mit der Autobahn noch zu fahren, oder bietet sich das an? Bisschen eng da vielleicht. Geht er da schon ordentlich den Hügel rauf? Naja, wird sich zeigen. So, schaut jetzt aus. Immer noch okay. Dann platzieren wir da noch einen großzügigen Block. Okay, das war nix. Aber das zählt noch als an der Straße. Passt. Dann gleich wieder mal austauschen. Bin echt gespannt, wie das dann ausschaut, wenn alles in Wüstenoptik ist. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass es mir, wie gesagt, schon dann zu viel Wüste ist und ich alles wieder begrünen werde. Aber da halte ich mich dann auch gern mal an euch, was ihr dazu sagt. Muss ich schon mal schauen, vielleicht gibt es da auch eine Mod, wo man einstellen kann, was man standardmäßig als Dekoration haben will, wenn man was baut. Wäre natürlich praktisch, das umzustellen. Immer noch. Okay, dann nochmal. Wie schaut's aus? Sollte passen. Schauen wir, ob das noch kapiert. Nee, schon ein bisschen zu groß. Dann machen wir es von da weg. So. Sehr gut. Mal schauen, ob es jetzt genügt. Könnte sich ausgehen. Okay, heißt, wir hätten da mal halbwegs für weitere Industrie gesorgt. Ja, jetzt hat es eh schon Hightech-Mangel ausgespuckt. So, da hat uns wieder alles verstellt.
und Büromangel und so weiter. Heißt, vermutlich ist der ganze Handel wieder durcheinander. Schauen wir uns das gleich an. Hauptsächlich mit Rio, schätze ich, ja. Da ist man alles wieder durcheinander. So, schicken wir gleich einen Überschuss. Landwirtschaft müssen wir dafür woanders. Und Büros haben wir jetzt auch Minus. Dann schauen wir mal, Rio verkaufen die Büros an die Omnicorp vermutlich. Gehen wir da ein bisschen zurück und schicken die da zu uns. Eines Plus, Tourismus, selbe Frage. Ja, würde ich auch was verkaufen. Genau. So. Hätten wir gern einfach überall eins Überschuss Landwirtschaft, wird nichts. Okay, dann platzieren wir das wieder darüber. Und ich nehme mal an Seestadt, genau den schulden wir auch. Schulden, naja, wie man es nimmt, schulden wir auch noch Schwerindustrie. Jetzt brauchen wir für Seestadt noch drei Produktionsgewerbe, wieder eines drüber. Und für Rio vier, also sieben. Ja, lässt sich vermutlich aus vier Schwerindustrie nicht herstellen. Die Frachtkapazitäten gehen auch langsam auf ein Maß, wo ich sage, da braucht es vielleicht mal einen Autobahnanschluss oder ähnliches. Sonst gibt es ja momentan keine wesentlichen Handel, außer mit den, ja, nicht mit den grünen Bergen, mit. Was fehlt mir da jetzt gerade? Irgendwas spinne ich jetzt? Ah, da, schon schlecht runterblättern. Funktioniert irgendwie nicht. Am wilden Fluss. Da wollte ich noch schauen, wie es da ausschaut, aber denen fehlt gerade nichts. Ja, da werden wir auch vorbeischauen müssen, gelegentlich Landwirtschaft produzieren. Also rein von der Produktion her heißt es jetzt in Desertown Produktionsgewerbe und dann am wilden Fluss Landwirtschaft. Wenn wir mal da wieder vorbeischauen. Und ja, dann die Frage eben, wie erhöhen wir hier die Zufriedenheit? Allein schon mal damit, dass man Mängel ausgleichen, sollte sich das zum Teil erledigen lassen. Das Freizeittoken, das macht mich komplett fertig. Noch gar nicht gesehen. Ah, 250.000, fällt mir gerade auf, hätten wir ja neue Sachen freigeschalten. Eine ganze Menge Hotels, was haben wir da? Ein American Football Feld. Plus 5% Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Das lohnt sich wirklich. Ja, da auch ein neuer Button. Noch unbelegter. Bin ich auch gespannt. Und, ach so, ja, genau. Dann nutzen wir vielleicht die letzten ein, zwei Minuten noch, um uns zu überlegen, was wir hier in Desertown an Großprojekten noch raus hauen könnten. Das bin ich gerade. Ich suche schon wieder. Bonusgebäude, genau. Baupläne, da wollte ich schauen. Was hätten wir denn Interessantes? Ich gehe einfach mal so ein bisschen durch, halbwegs langsam, damit ihr mitschauen könnt. Ja, das ist natürlich immer interessant. Plus 5% Zufriedenheit, Freizeit, plus 10% Bildung. Klar. Das wäre eine Geschichte, allerdings die Christusstatue, ja, die muss halt nach Rio. 2%, ja, eben da, das Stadion, das Fußballstadion. 50.000 Betriebskosten, ja, da wird es mir jetzt schon zu teuer. Olympisches Stadion, Alcatraz, ja, Kernkraftwerk. 10 Stromtoken immerhin. Schauen wir mal, vielleicht was Europäisches. Plus 15% Zufriedenheit mit Bildung, auch nicht schlecht. Plus 1% Zufriedenheit aller Einwohner, auch eine Option, kostet auch 10.000. Observatorium, auch nicht schlecht. Nö. Dann schauen wir noch nach Asien. Tokyo Tower in Desertown. Ja, wird irgendwie zu Rio, sag ich, zum Las Vegas-Stil passen. Was hat man noch? Großes Riesenrad.
Ja, ich sag mal so, plus 5% Zufriedenheit mit der Freizeit und plus 2% Zufriedenheit mit Ungelernten ist natürlich für 25.000 teuer erkauft, wenn hier der Tokyo Tower um 10 zu haben ist. Also ich spreche jetzt immer von den Betriebskosten, die Baukosten sind total egal. Was haben wir da noch? Schrein, Urlaubstoken. Also ich würde sagen, wir bauen hier den Tokyo Tower. Kleines Kommentar, ob das für euch passt. Aber ich denke, ist eine gute Option. Und nächstes Mal suchen wir danach aus, wohin. Und nächstes Mal werden wir auch noch ein paar andere Probleme lösen müssen. So wie die Linie 10 ist überlastet und die Zufriedenheit wieder raufbekommen. Mal zumindest die Ungelernten qualifiziert, mindestens auf 80%. Wenn es geht, natürlich die anderen auch ein bisschen grüner. Passt, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.